Joachim Bartusch und Werner Demmerling planen Nachwuchs. Seit 8 Jahren züchten die beiden Whippets. Die kleinen Windhunde wurden im 19. Jahrhundert zur Jagd mitgenommen und galten damals als Rennpferd des kleinen Mannes. Bis heute sind sie in Kennerkreisen beliebt für ihren athletischen Körper und ihr sanftes Gemüt. Jedes Jahr planen die Züchter mehrere Würfe. Der nächste wird ein ganz besonderer sein. Hündin June soll bald Babys bekommen. Aber nicht von irgendeinem Rüden, sondern von Oscar de la Creme de la Renta, ein preisgekrönter Whippet aus den USA. Er hat zahlreiche Pokale gewonnen und wundervolle Nachkommen gezeugt. Wir halten diesen Rüden für einen Klassiker und viele halten ihn wirklich für einen Gott unter den Whippets. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass er in Amerika der Vater von mehr als 107 Champions ist. Außergewöhnlich nur, Oscar ist schon seit über 10 Jahren tot. Doch sein Sperma existiert. Eine Dosis lagert tiefgefroren in einer Tierarztpraxis in Dortmund. Vor 3 Tagen hatte die Hündin ihren Eisprung. Heute ist deshalb der optimale Zeitpunkt für eine künstliche Besamung. June ist ein klassisch korrekter Whippet. Die Kombination aus ihr und dem toten Rüden Oscar ist für die Züchter vielversprechend. Tierärztin Carola Mörke wird gleich über einen Katheter das Sperma des Verstorbenen einführen. Super, ich bin drin. Oh, schön. So. Ich lasse sie jetzt einen Moment alleine, gehe den Samen auftauen. Sie bleiben einfach bei ihr, beruhigen sie ein bisschen und gleich bin ich wieder da. Ne? Okay. Der Samen des Rüden stammt aus dem Jahr 1989. Er wurde vor wenigen Wochen aus einer amerikanischen Samenbank eingeflogen und lagert hier bei minus 196 Grad Celsius in einem Stickstoffcontainer. So überdauert er die Zeit. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Spermien da wirklich also mindestens 100 Jahre und theoretisch halten. Wobei natürlich in der Praxis das eher ein Zeitraum von 10 bis 20 Jahren ist, in dem der Samen dann auch wieder angewendet wird. Aufgetaut ist der Samen allerdings nur noch wenige Stunden haltbar. Über den Katheter führt die Tierärztin ihn jetzt in die Gebärmutter der Hündin ein. Ganz langsam. Diese Dosis enthält 200 Millionen Samen und kostet mehrere tausend Euro. Eine der letzten Samenspenden von Oscar. In nicht ferner Zukunft wird das Erbe des Champions verbraucht sein. Und wie war's? Ja, hat alles ganz gut geklappt. Wir sind jetzt ganz guten Mutes. Vor allen Dingen ist es ganz stressfrei gelaufen und jetzt müssen wir drei Wochen warten, bis wir die Ergebnisse haben. Das dauert halt jetzt eine Zeit. Wir sind sehr gespannt, wie es dann aussieht. Dann können wir Ultraschall. Spannung auch in der Dortmunder Tierarztpraxis. 3 Wochen nach der künstlichen Besamung. Whippet-Hündin June hat Termin zum Ultraschall. Gleich wird sich herausstellen, ob sie trächtig ist. Ach, gucken Sie mal. Da sehe ich doch schon. Ah, einen. Super. Sehen Sie mal. Wie viel? Wie viel? Erstmal hat es schon mal geklappt. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Da sieht man jetzt den reinen Welpen mit dem Herzschlag. Ja. Sehr schön. Da ist der Kopf auf der rechten Seite. Schön. Ja, also ich glaube, das sind 6. Toll. Sehr toll. Schön. 6, 7. Große Freude. 6 Embryonen und alle bei guter Gesundheit. Ja. Die liegen eben perlschnurartig in der Gebärmutter verteilt, im linken und rechten Horn. Und von der Lage her sind die natürlich jetzt noch so, dass sie sich innerhalb der Fruchtblase selber drehen. Das Gebiss bis zur Geburt können die sich drehen innerhalb ihrer Fruchthülle. Im nordrhein-westfälischen Wipperfürth hat das lange Warten ein Ende. 60 Tage nach der künstlichen Befruchtung setzen bei Hündin June am Abend die Wehen ein. Die Geburt steht kurz bevor. Ja, also ich meine, das ist immer aufregend. Also eine Geburt erstens ist aufregend und gerade speziell bei dem Wurf sind wir natürlich auf die Ergebnisse gespannt. Joachim Bartusch und Werner Demmerling haben eine schlaflose Nacht vor sich. Sie werden ihren Schützling nicht aus den Augen lassen, bis alle Welpen auf der Welt sind. Das
Für die Hündin ist es wichtig, weil sie eine gewisse Sicherheit hat. Ich denke schon, dass die wissen, dass wir im Ernstfall helfen können. Oder zumindest hat sie das Gefühl, da ein bisschen sicherer zu sein. Und für uns ist es einfach auch wichtig, dass wir bei eventuellen Komplikationen sofort angreifen können. 6 Welpen waren im Ultraschall zu erkennen. Bleibt zu hoffen, dass alle am Leben sind. Ja, also wäre natürlich schön, wenn das irgendwie eine nette Verteilung wäre. So 3 Jungs, 3 Mädchen oder vielleicht 4 Jungs. Das wäre ganz schön. Aber Hauptsache alle gesund. Ist wie bei Menschenkindern. Der erste Welpe kommt. Ein kleines Weibchen. Sehr schön, mit dem Kopf nach vorne. Nachhelfen. Wunderbar. Und jetzt ist der Welpe draußen. Und jetzt kannst du mal alle anfangen auszupacken. Ne? Komm mal her, Mäuschen, ich helfe dir. Ja. Fein. Joachim Bartusch befreit das Tier aus der Fruchtblase. Ja, herzlich willkommen. Hi. Ja. Und da ist dein Baby. Guck mal. Guck mal. Ja, fein. Hallo. Schön. Die wärmste Stelle ist natürlich an Mamas Gesäuge. Und das wird sie jetzt gleich ziemlich gut finden. Ja, Mäuschen. Da freuen wir uns über das erste Baby. Und ich glaube, da kommt jetzt gerade das zweite. Okay. Und das quietscht doch schon. Ja. Jetzt. Ja. Sehr schön. Schöne Wehe. Und da ist das Baby auch schon da. Und auch gleich schon ausgepackt. Ein Baby nach dem anderen bringt June mit Hilfe ihrer Besitzer gesund auf die Welt. Alle 6 sind jetzt da. Ein Mädchen. Doch die Überraschung? Ein weiteres kündigt sich an. Also da kommt tatsächlich noch eines? Ja, ich vermute schon. Also sie hat jedenfalls noch Wehen und wie man sieht auch noch ein bisschen Bauch. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Guck mal hier, ein Baby. Ein Baby. Nummer 7. Ein Junge. Könnten auch noch 2 drin sein. Ja, wunderbar. Nummer 8. Mädchen. Das sieht ganz gut aus. Es fehlen noch so 2, 3 Wehen. Es ist der schönste Moment, wenn die Babys auf die Welt kommen, klar. Und vielleicht auch irgendwann mal die Bestätigung zu bekommen, dass man das, was man getan hat, vielleicht das Richtige war. Ja, wunderbar. Nummer 9 ist da. Mit so viel Nachwuchs auf einmal haben die beiden Züchter nicht gerechnet. Unverpackt. Bis morgens um 5 hat die Hündin gebraucht, um alle 9 Welpen auf die Welt zu bringen. 6 Weibchen und 3 Männchen. Ihre Besitzer haben 5 Stunden lang Geburtshilfe geleistet. Folgt noch ein kurzer Blick auf die Waage. In den nächsten Wochen werden Joachim Bartusch und Werner Dämmerling genau kontrollieren, wie schnell die Kleinen zunehmen. Heute wiegen sie zwischen 320 und 370 Gramm. Genau richtig. Die Hündin hat toll mitgemacht. Sie ist vollkommen entspannt. Die Babys scheinen alle gesund und munter zu sein. Alle trinken. Alle sind gut dabei. Keine Wünsche offen. Auch in Wipperfürth freut man sich. Die Hundebabys sind jetzt 5,5 Wochen alt und werden bald die Besitzer wechseln. Doch zunächst wollen Joachim Bartusch und Werner Dämmerling wissen, ob Rüde Oskar seine edlen Gene an die Nachkommen weitergegeben hat und das Zuchtziel erreicht ist.
Was wir uns vielleicht noch wünschen würden in der nächsten Generation, ist vielleicht noch ein bisschen mehr Hals und ein bisschen mehr Länge. Halt insgesamt vielleicht ein bisschen eleganter. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin. Ne? Mit dir vielleicht sogar. Süßer. Die Welpen sind bereits vergeben. Aus ganz Deutschland haben sich Interessenten gemeldet und schon erste Besuche abgestattet. Ein Hund ist sogar nach Russland versprochen, ein anderer in die USA. Über den Preis möchten sich die Züchter lieber nicht äußern. Wir werden auf jeden Fall ein oder zwei Hündinnen behalten. Und eine von denen ist diese hier, die uns in besonderer Weise gefällt. Inwiefern? Ja, sie ist halt einfach, also ganz abgesehen davon, dass sie eine süße Maus ist, entwickelt sie sich auch sehr, sehr gut. Also es ist wirklich schwierig in dem Fall, weil alle sich wirklich auch unseren Wünschen gemäß entwickeln. Und dann ist es natürlich schwierig, sich einen auszusuchen. Geballtes Glück bei den Whippets aus Wipperfürth. 9 Wonneproppen aus dem tiefgefrorenen Sperma des preisgekrönten und seligen Oscar de la Creme de la Renta.